Meine Mutter ist am 20.10.2017 gestorben. Ich will euch von den Wundern erzählen, die bei ihrem Sterben und ihrem Tod geschehen sind. Meine Mutter lebte 2,5 Jahre dement im Altersheim. Ich habe sie jede Woche einmal besucht und für sie gesungen. Ich habe für ihr äußeres Wohl gesorgt und spirituell durch das gemeinsame Singen aus ihrem Leben einen Weg ins Licht gemacht. Eine Familie hält zusammen. Das war ihr oberster Wert. Alle Menschen sind eine Familie. Sie helfen sich in Zeiten von Leid und Not. Sie sorgen gegenseitig füreinander. Sie erleuchten sich gegenseitig. So wird eines Tages das Glück in allen sein. Achtzehnter 10.2017. Das Energiewunder vor dem Tod. Heute verabschiedete ich mich von meiner Mutter. Als ich in ihr Zimmer trat, lag sie in der Mitte des Raumes wie aufgebahrt in ihrem Bett. Ihr Gesicht glich das einer Toten, farblos, eingefallen, bleich. Die Augen waren geschlossen. Sie reagierte nicht mehr auf die Außenwelt, aber sie atmete noch röchelnd. Ich setzte mich in den Sessel, der neben ihrem Bett stand. Was sollte ich jetzt tun? Es war komisch, mit einer fast Toten allein in einem Zimmer zu sein. Und es war irgendwie entsetzlich, meine Mutter beim Sterben zu beobachten. Ich berührte sie sanft an ihrer Schulter. Ich testete ihren Energiezustand. Ich spürte nichts. Ich überlegte, ob ich jetzt neben ihr sitzen und einfach nur lange Zeit ihre Hand halten sollte. Aber mir war eher danach, im Sessel zu sitzen, zur Ruhe zu kommen und zu meditieren. Ich ließ die Situation auf mich wirken und spürte, wie es mir damit ging. Ich fühlte mich sehr fremd. Eine solche Situation war mir neu. Ich wartete einfach ab, welche Impulse in mir auftraten. Da spürte ich plötzlich die Energie meiner Mutter in meinem Kopf. Sie war mit ihrem Bewusstsein in meinem Kopf. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Es fühlte sich an, als ob Strom in meinem Kopf war. Es kribbelte etwas in meinem Kopf, aber es war auch irgendwie ruhig. Ich spürte, dass ich jetzt geistig mit meiner Mutter verbunden war. Ich konnte auf der geistigen Ebene mit ihr kommunizieren. Das war sehr glücklich, denn ich hatte ihr noch einiges zu sagen. Sie war mir vor 3 Tagen im Traum erschienen. Sie zeigte mir, dass sie sich im Altersheim gefangen fühlte. Sie fand nicht den Weg hinaus. Ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, wo der Weg hinaus für meine Mutter ist. Das erste Problem bestand darin, dass sie eine Atheistin ist und nicht an das Leben nach dem Tod glaubt. Wie sollte ich ihr klar machen, dass das Leben nach dem Tod weitergeht? Das war plötzlich ganz einfach. Wir waren geistig verbunden. Das spürte auch sie genau. Ich erklärte ihr, dass die Bewusstseinsenergie vom Körper unabhängig ist. Deshalb war sie in der Lage, mich zu spüren, obwohl ihr Körper im Koma lag. Der Beweis im Leben nach dem Tod liegt in der Existenz der Bewusstseinsenergie. Gibt es eine vom Körper unabhängige Bewusstseinsenergie, kann das Bewusstsein eines Menschen nach dem Tod weiterleben. Diese Erkenntnis ist wichtig. Sie nimmt einem die Angst vor dem Tod. Der Tod ist nicht das Ende. Das Leben geht weiter. Wenn man begreift, dass nach dem Tod alle Vorstellungen nur geistige Konstrukte sind, wird man mit seiner Seele frei.
Sonst würde meine Mutter im Altersheim geistig festhängen. Sie würde auch nach dem Tod glauben, dass sie nicht aus dem Altersheim entkommen kann. Sie würde ewig weiter den Ausgang suchen. Dabei ist der Ausgang ganz einfach. Sie kann als freies Bewusstsein durch die Wände fließen. Sie kann im Jenseits überall hingelangen, wenn sie begreift, dass alle Gegenstände nur traumhafte Vorstellungen sind. Sie muss sie einfach nur loslassen und ist frei. Sie kann dann mit der Seele auch meinen Vater und alle ihre toten Verwandten besuchen. Und sogar mich, wenn sie es möchte, weil ich die Fähigkeit habe, sie als Seele zu spüren. Diese Fähigkeit wurde mir vor 20 Jahren bewusst, als die Mutter meiner damaligen Freundin starb. Sie wollte mich noch einmal sehen und kam einfach bei mir vorbeigeflogen, als ich gerade beim Spazierengehen war. Ich erkannte sie klar und wusste, dass sie jetzt tot war. Von ihrem realen Tod erfuhr ich erst einige Tage später. Das zweite große Problem heute bestand darin, meiner Mutter den Weg ins Licht zu zeigen. Es gibt im Jenseits einen glückseligen Energiebereich, den man auch als Paradies bezeichnen kann. Für einen Christen ist es leicht, sich das Paradies vorzustellen, zu Gott zu beten und ins Paradies zu gelangen. Aber meine Mutter war eine Atheistin. Sie glaubte nicht an das Paradies. Also musste ich es ihr so erklären, dass sie es verstand. Ich visualisierte gemeinsam mit ihr eine große Sonne am Himmel. In dieser Sonne sahen wir einen goldenen Buddha. Das war der Buddha Amitabha, der alle Seelen ins Licht führt, wenn sie beim Sterben seinen Namen denken. Als Atheist wird man einfach zu Buddha Amitabha. Wenn man längere Zeit das Mantra denkt und darauf meditiert, lösen sich irgendwann alle Formen auf. Man ist dann plötzlich reines Bewusstsein im Licht, in einer Energie aus Frieden, Liebe und Glückseligkeit. Das gelingt, wenn man die Sonne über dem Kopf visualisiert und dadurch die Kundalini-Energie aktiviert. Die Kundalini-Energie gibt einem die Kraft, ins Licht zu kommen. Um das zu üben, zog ich meine Ukulele aus dem Rucksack und sang mit meiner Mutter das Amitabha-Lied. Erst zupfte ich nur zaghaft die Saiten, weil ich im Zimmer einer Sterbenden war. Aber nach einiger Zeit wurde ich mutiger und lauter. Ich spürte, wie ich mich immer stärker mit der Seele meiner Mutter verband, wie das Licht der Sonne in uns hineinströmte und die Kundalini-Energie erwachte. Ich probierte noch einige andere Lieder und Mantren aus. Ich sang auch die Namen meiner Meister, Uttamera, Jesus, Buddha, Shiva und Ganesha. Sehr stark wurde die Energie, als ich zu christlichen Liedern überging. He's got the whole world in his hands. Vater Abraham hat viele Kinder. Oh, where the saints go marching on. We shall overcome. Der Mund meiner Mutter schloss sich und ein Lächeln zeigte sich auf ihrem Gesicht. Ich spürte, wie sie jetzt auch körperlich zuhörte. Als sie nach einer Stunde ganz mit glückseliger Energie gefüllt war, öffnete sich ihr Mund wieder und sie fiel in einen glückseligen Schlaf. Auf dem Nachhauseweg spürte ich in mich hinein, ob ich traurig bin. Aber da war einfach nur Glückseligkeit, Frieden und eine starke Energie. Ich fühlte mich in Glückseligkeit mit meiner Mutter verbunden. Das Singen hatte uns beide in eine glückselige Energie gebracht, in der kein Platz mehr war für Trauer und Unglück. 20.10.2017. Das Altersheim rief bei mir an. Meine Mutter ist am Freitag um 10 Uhr gestorben. Auf diesen Anruf hatte ich schon seit einigen Tagen gewartet. Ich hatte ihn befürchtet, ihn herbeigesehen. Wie sollte ich darauf reagieren? Ich nahm diesen Anruf erstmal gelassen hin. Ich nahm die Tatsache ihres Todes erstmal einfach nur wahr. Aber ich beschloss, gut für mich zu sorgen. Ich machte als erstes einen langen Spaziergang durch den Wald, um meine Gedanken zu ordnen und Frieden zu finden. Beim Spazierengehen tauchten
nacheinander verschiedene Gedanken auf. Grundsätzlich bewertete ich den Tod meiner Mutter positiv. Sie hatte ein langes, erfülltes Leben gelebt. Sie hatte sich einen friedlichen Tod gewünscht. Sie hatte sich gewünscht, einfach nur einzuschlafen. Und genau so war es geschehen. Sie hatte den Tod bekommen, den sich die meisten alten Menschen wünschen. Der Tod ist unausweichlich. Wenn das so ist, dann möchten die meisten Menschen wenigstens ein glückliches Leben und einen friedlichen Tod. Sie möchten nicht beim Sterben schrecklich leiden. Meine Mutter hatte nicht gelitten. Sie war vor 1,5 Wochen plötzlich morgens nicht mehr aufgewacht. Eine Woche musste ich kämpfen, damit die Infusion und die lebensverlängernden Maßnahmen abgeschaltet werden. Dann starb sie innerhalb von 2 Tagen. Und 2 Tage vor ihrem Tod hatte ich mich von ihr verabschiedet, für sie gesungen und sie in eine Energie der Glückseligkeit gebracht. Das hatte sie vermutlich gut durch den Tod getragen. Ich war zufrieden mit mir. Ich war auch deshalb zufrieden, weil ich meiner Mutter vor 3 Jahren am Beginn ihrer Demenz versprochen hatte, gut für sie zu sorgen. Ich hatte gut für sie gesorgt. Ich hatte alle äußeren Dinge gemanagt, sie jede Woche am Mittwoch besucht und sie durch meine Musik glücklich gemacht. Ich hatte auch die schwere Zeit im Krankenhaus vor 1 Jahr mit ihr durchgestanden. Ich hatte für meine Mutter das getan, was ich tun konnte. Für mich persönlich waren die 3 Jahre der Betreuung meiner dementen Mutter im Altersheim eine wichtige spirituelle Zeit gelernt gewesen. Ich hatte gelernt, Ukulele und indisches Harmonium zu spielen, Kinder- und Wanderlieder zu singen und damit viele alte Menschen jede Woche einmal für einige Stunden glücklich zu machen. Ich hatte mich zu einem Musiker im Altersheim entwickelt. Ich hatte in mir die Fähigkeit entdeckt, mit meiner Musik spirituelle Schwingungen zu erzeugen, die die Menschen zum Frieden und ins Glück brachten. Zwar war mein Gesang. Scheiße. Weiter geht's. Ich trat mit gemischten Gefühlen ins Altenheim. Meine Mutter lag nicht mehr in ihrem Zimmer. Das Zimmer war leer. Ein Altenpfleger kam und führte mich in den Keller des Altenheims. Dort lag meine Mutter in ihrem Bett in einem Andachtsraum. Ihre Hände waren in ihrem Schoß zusammengelegt und hielten einen kleinen Blumenstrauß mit weißen und blauen Blumen. Überall um sie herum auf ihrer Bettdecke waren Rosenblätter verstreut. Eine große Kerze brannte vor einem kleinen Altar. An der Wand hing ein Kreuz mit Jesus Christus. Auf dem Altar lag eine aufgeschlagene Bibel und neben ihr standen links und rechts 2 Paradiesbäume. Der Altenpfleger ließ mich in dem Andachtsraum mit meiner Mutter allein. Ich setzte mich erstmal ruhig auf einen Stuhl, um die Situation auf mich wirken zu lassen. Ich betrachtete meine Mutter. Sie sah genauso aus wie vor 2 Tagen, als ich mich von ihr verabschiedet hatte. Aber sie atmete nicht mehr. Ich sah mehrmals hin, ich konnte es kaum glauben. Meine Mutter atmete nicht mehr. Ich berührte sie an der Schulter, wie ich es zur Begrüßung immer gemacht hatte. Sie war noch weich, die Totenstarre war noch nicht eingetreten. Sie war gerade frisch gestorben. Ich war innerlich sehr ruhig und gelassen. Es hatte vor 2 Tagen einen sehr schönen Abschied gegeben. Wir waren beide in eine Glücksenergie jenseits aller Trauer gelangt. Es war ein Wunder geschehen. Sie hatte sich mit ihrer Energie mit meinem Kopf verbunden und ich konnte geistig mit ihr kommunizieren. Irgendwie erwartete ich jetzt noch ein Wunder, aber es geschah nichts. Ich versuchte die Energie meiner Mutter zu spüren. Wo war ihre Seele? Ich spürte in den Raum. Dort war sie nicht. Ich spürte in den Körper. Dort war ihre Energie noch etwas, aber nicht mehr intensiv. Ich spürte nach oben in das Jenseits. Dort kam ich etwas in Kontakt mit meiner Mutter. Ich merkte, wie ihre Energie zu mir herabkam und mit mir verschmolz. Ich nahm meine Ukulele zur Hand und begann mit meiner Mutter zu singen. Der Gesang gab mir inneren Frieden und stärkte meine Energie.
Vorwiegend sang ich christliche Lieder. Plötzlich hörte ich, wie eine zweite Stimme die Lieder mitsang. Für etwa 10 Minuten war der Gesang zweistimmig. Es war, als ob meine Mutter mit mir mitsingt. Aber nicht mit der Energie ihres Körpers, sondern mit einer Energie aus einer anderen Dimension. Nach dem Singen berührte ich meine Mutter mit der Hand am Scheitelchakra, am Stirnchakra und am Herzchakra. Ich öffnete den Energiekanal, durch den ihre Seele ins Paradies aufsteigen konnte. Ich betete zu Amitabha, Jesus, Shiva und allen erleuchteten Meistern und Heiligen für ein glückliches Leben nach dem Tod. Wir können selbst mit einem Mantra, Ja, Om, Name unseres spirituellen Vorbildes ins Licht aufsteigen oder zu einem erleuchteten Helfer beten. Mit der Kraft des Gebetes, des Mantras steigt die Seele ins erleuchtete Sein auf. Danach schaltete ich das Licht aus und verließ den Raum. Das war mein Abschied von meiner Mutter. Jetzt ist meine Mutter weg. Ich habe keine Mutter mehr. Ich bin allein. Irgendwann werde ich auch sterben. Das wird wahrscheinlich noch einige Jahrzehnte dauern, aber mir wurde durch den Tod meiner Mutter sehr deutlich die Endlichkeit des Lebens bewusst. Am Montag geschah dann etwas Interessantes. Meine spirituelle Freundin Marita rief an. Sie ist eine Erwachte, eine Heilerin und hat eine sehr starke spirituelle Energie. Wir sprachen über meine Mutter und sie erzählte mir, dass sie Menschen ins Licht bringen kann. Sie verbindet sich mit Gott und lässt seine Energie durch sich fließen. Ich nutzte die Gunst der Stunde und fragte sie, ob sie das auch für meine Mutter tun kann. Sie versetzte sich in einen meditativen Zustand, visualisierte eine große Lichtsäule in der Mitte des Raumes, vom Fußboden bis zur Decke und rief die Seele meiner Mutter geistig herbei. Meine Mutter kam auch. Marita fragte sie, ob sie bereit sei, ins Licht zu gehen. Meine Mutter bejahte das und floss dann stark und aufrecht in die Lichtsäule hinein. So ist meine Mutter ins Licht gelangt. Am 1.11. war dann die Trauerfeier. Ein großes schwarzes Gebäude auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg. Es sah aus wie eine Verbrennungshalle. Meine Mutter war schon zu Asche verbrannt und wohnte jetzt in ihrer grünen Urne mit dem Goldrand. Sie hatte gesiegt. Sie hatte es hinter sich. Sie war stark durch die schwere Zeit der Demenz, des Altenheimes, des ewigen Sitzens im Rollstuhl ohne Ansprache, des Sterbens, des Todes und der Auferstehung gegangen. Als Orakelkarte zog ich für sie einen Siegerkranz. Wir gingen durch die große Tür in die Trauerhalle. Dort stand die Urne meiner Mutter auf einem Podest. Hinter der Urne ein großes Bild von ihr auf einer Staffelei. Um sie herum karg dekoriert einige trockene Zweige. Auf dem Fußboden viele brennende Teelichter, Rosenblätter um sie herum verstreut. Und vor der Urne ein großer Blumenkranz. Er gab dem Ganzen eine feierliche Note. Zufällig hatten ihn zwei Verwandte gekauft und vor meine Mutter gelegt. Er war eigentlich für das Grab und die Beerdigung geplant, aber es gab keine Beerdigung. Meine Mutter wollte ein anonymes Begräbnis und das fand irgendwann später und irgendwo auf dem Friedhof statt. Die Trauerfeier war jetzt. 15 Angehörige, Verwandte, Freunde und Nachbarn waren gekommen. Der Beerdigungsunternehmer stand in schwarz gekleidet an der Eingangstür,
schüttelte mir die Hand und sprach mir sein Beileid aus. Nach und nach strömten die Menschen in den Saal und ließen sich auf den Stühlen vor der Urne nieder. Meine Schwester ging zum Rednerpult neben der Urne und las einen Bericht über das Leben unserer Mutter vor. Sie war schwer traurig, dunkle Ringe unter den Augen, Tränen im Gesicht. Am Anfang sprach sie sehr leise. Ich bewunderte sie, dass sie es trotz ihrer großen Trauer schaffte, hinter dem Rednerpult zu stehen und vor der versammelten Menge ihren Text vorzulesen. Als meine Schwester fertig war, stand ich auf, ging zum Rednerpult und erzählte den Menschen eine Viertelstunde vom Leben meiner Mutter im Altersheim und von den Abenteuern beim Sterben. Das wollten sie hören. Deshalb waren sie gekommen. Gespannt hörten sie mir zu. Ich berichtete den Menschen vom Singen im Altersheim und vom friedlichen Sterben meiner Mutter. Sie waren berührt, dass ich mich von meiner Mutter mit einem Gesang verabschiedet habe und wir beide dabei in eine so starke Glücksenergie gekommen sind. Nach meiner Erzählung spielte ich einige Lieder auf dem Harmonium. Die Leute waren zufrieden. Und unserer Mutter hat die Beerdigungsfeier sicherlich gut gefallen, gerade weil alles etwas chaotisch, aber auch sehr persönlich und authentisch war. Nach der Trauerfeier gingen wir in das im gleichen Haus gelegene Café und unterhielten uns 2 Stunden bei Kaffee und Kuchen. Viele Verwandte hatte ich einige Jahrzehnte nicht gesehen. Es war schön, sie wiederzutreffen, obwohl wir uns nicht viel zu sagen hatten. Wir lebten in unterschiedlichen Welten. Spannend war aber die Erfahrung meiner Schwester bei der Trauerfeier. Sie hatte die Anwesenheit eines Geistwesens aus einer höheren Dimension gespürt. Es war wohl unsere Mutter, obwohl es sich für meine Schwester nicht mehr wirklich wie unsere Mutter angefühlt hatte. Unsere Mutter lebt jetzt in einer ganz anderen Welt. Sie hat vermutlich ihre Trauerfeier von oben herab beobachtet. Am nächsten Tag beim Spazierengehen spürte ich dann meine Mutter. Sie lebte in der Einheit. Sie wurde eins mit mir und sie war überall. Ihr Bewusstsein war überall. Es gibt keine Trauer mehr. Alles ist richtig, wie es ist. Wer den spirituellen Weg geht, für den entwickelt sich das Leben ins Licht. Eines Tages lebt er im Satchit-Ananda, in der Ruhe, im Einheitsbewusstsein, in der Glückseligkeit und in der umfassenden Liebe.
Wir leben so, wie wir streben, als liebe Mann. In ihr wir leben.